Willkommen zurück zum Let's Fail Tomb Raider 4. Wie ich gefailt habe, das haben wir schon im letzten Part gesehen, weil ich zu blöd bin, richtig zu springen. Und ja, ich schicke Lara einfach nur gerne in Tote rein. Also den Tod schicke ich sie gerne. Das ist eigentlich mein Hauptanliegen. Ah, und dann können wir dort oben hin. Lara, kannst. Nee, du springst doch automatisch nach hinten, oder? Ich versuch's einfach. Ich habe ja unten gespeichert. Okay. Und jetzt vorsichtig zurück. Lara, warum machst du so eine arge Rolle? Echt mal. Okay, du willst wieder kriechen. Hier speichere ich erstmal. Kriech, kriech, Lara, kriech. Okay. Das gefällt mir hier nicht. Es gefällt mir hier ganz und gar nicht. Okay, da passiert gar nichts. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Da unten kann mir nichts passieren. Und diese Random-Geräusche sind mal eklig. Okay. Da ist nichts. Ist einfach nur zu Deko. Ah, das war wahrscheinlich ein Gitter, wo wir lang geschwommen sind. Ach, nee. Ich dachte, nee. Ich dachte, ich wüsste, wo wir sind. Nee, 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 nee. Wir sind doch nicht dort, wo ich dachte. Ach, das ist ja eine Kette zum Ziehen. Stimmt. Und was passiert dann? Immer vorher speichern. Ja, das Tor wird geöffnet. Ja, jetzt können die Krokodilchen raus und ja. Schöne Krokodilchen. Okay, jetzt muss ich den ganzen Weg zurück. Ach, das Scheiße. Ah gut, ich kann ja. Deswegen ist wahrscheinlich das Wasser unten. Ich hoffe, ich komme hier auch zurück. Ja, gut. Ach so, ich muss ja kriechen hier. Vergesst das immer. Ich wundere mich dann immer, hä, warum hängt sie denn? Warum will sie nicht hoch? Ach, kriechen, kriechen. Wo war Griechentaste noch? Ja, deswegen dauert das manchmal ein bisschen länger. Nicht wundern. Ich muss immer überlegen, wo die Tasten liegen. Obwohl es mittlerweile langsam geht. Ich weiß halt nur nie immer, was sie alles leisten kann. Das ist es ja. Ob das gut geht. Jetzt, wo ich gespeichert habe, geht das auf jeden Fall gut. Seht ihr? Nein. Das war jetzt eigentlich unnötiges Leben, was ich verloren habe, aber naja. Ach so, stimmt, hier war ja nur die Flares. Stimmt, das habe ich voll vergessen. Naja, nehme ich sie jetzt auf. So. Tauch, Madame, tauch. Ich hoffe nur, dass jetzt hier die Krokodile nicht nein, direkt entgegenkommen. Das wäre fies. Na toll. Ich höre schon wieder dieses Dappeln. Die ganze Zeit immer höre ich das. Komm, Lara. Bisschen schneller. Lara. Das ist so niedrig dort. Und was machst du? Oh, ich tauche nochmal. Guck da. Das Dappeln von denen höre ich nämlich eigentlich immer an der einen Stelle, obwohl da eigentlich gar keine sind. Deswegen, das wundert mich immer ein bisschen. Wo ist der andere? Ist der überhaupt rausgekommen oder schwimmt er da immer noch drinne? Herum? Zeige dich. Wo bist du? Wo bist du? Hallo? Naja. Dann geht's eben rein. Und hier irgendwo hoffentlich schnell an Land. Ja, mach.
ist der denn hin? Da hinten liegt was? Liegt da auch was oder ist denn das Pixel? Nee, ich glaube, da liegt wirklich was. Wo ist denn der hin? Der ist verschwunden. Hat sich in Luft aufgelöst. Oder ist er nach unten getaucht? Ey, wenn der nach unten getaucht ist. Ach, ich dachte, hier liegt auch irgendwie was. Ich habe echt gedacht, da liegt was. Ach ja, komm. Lara. Lara, Lara, Lara. Was soll ich nur mit dir machen? Es ist hoffnungslos mit dir. Obwohl es doch eigentlich mit dir relativ leicht gehen sollte. So, an manchen Stellen. Zumindestens. Ja, wieder verkehrte Taste gedrückt. Ich will immer per Körper rein. Das sieht viel hübscher aus. Das sieht aus, als könnte ich daran ziehen. Och, Lara. Kameramann und sie bleibt an einem Pixel hängen. Ach, ist das eine schöne Kombination. Ja, damit wir ja diesen Hebel dort unten sehen. Nehme ich mal an. Jo, jetzt haben wir das da auch. Würde ich sagen, betätigen. Ach, guck, da ist ja unser Freund. Die Kamera macht dramatische Schwenks. So nach dem Motto, zu Lara und jetzt zum Krokodil und zu Lara und jetzt zum Krokodil. Oh, ich bin so gut im Körper machen. Hin und wieder. Aber ich wollte noch gar nicht dort unten hin. Ich will erst... ja. Lara. Lara. Auf dem Boden liegt auch was, oder? Nee, das war nur Maserung. Stimmt, da auf dem Boden habe ich noch gar nicht geguckt, ob da überhaupt was liegt. Nein. Nein. Wenn ich was übersehen habe, dann schreit ganz laut. So. Das da. Das wackelt so ein bisschen. Und was hat das jetzt gemacht? Bleibt das auch? Ja, das bleibt scheinbar, ne? Weißt du nicht, was... Aha. Ich will aber mir erst das andere angucken. Okay, Tor. Ja, okay, ja. Wäre das offen gewesen? Wenn ich da jetzt nichts gemacht hätte? Oder wäre das generell zu gewesen? Ich speichere nochmal kurz. So, Lara. Tauch, genau. Tauch, brav. Kann ich das da irgendwie drücken? Lara. Mann, Kamera. Das Schwierigste bei Lara steuern unten im Wasser ist... Ah, das kann ich öffnen. Ich gehe aber kurz nochmal raus. Also an Luft. Luft und so. An Luft und so. Genau so Luft und so. Dann nochmal. Jetzt frage ich mich, ob ich da solche Dinge schon übersehen habe. Hatte. Ach ja, komm. Ja, klar. Mach die Dinge noch enger. Ist ja auch so leicht alles hier. Ah, wo bin ich? Wo muss ich lang? Lara? Lara? Ach, da. In die Richtung. Oh, wie ich die Kamera einfach hasse. Oh Gott. Kamera. Kamera, jetzt backt die da irgendwo an einem Pixel rum. Ey, ich fass es nicht. Sterbe wegen so einem Pixel. Komm, Lara, Lara, Lara. Oh Gott sei Dank. Okay. Ah.
Da liegt was. Wegen nicht existierendem Pixel bleibt die überall hängen. Das kann doch wohl nicht sein. Ja, da oben kann ich natürlich nicht. Also das ist jetzt nur so ein Notgang gewesen, glaube ich, damit ich Luft holen kann. Ich speichere hier erstmal. Ich will das nämlich nicht nochmal machen müssen hier. Ach, es ist ätzend, wenn man nicht weiß, wo es lang geht. Da war doch irgendwie noch ein Weg, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Wow. Aber ich kann hier gar nichts machen. Kann hier gar nicht hoch. Außer pixelig. Ach, das ist ein Spiegel. Kann ich hier irgendwas machen? Scheinbar nicht. Ja, aber was bringt mir das denn? Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Waffe kann ich ja nicht ziehen. Oh, ich habe ja noch nichts so unter Wasser, Peng Peng, oder? Ich habe ja vor allem Uzi-Munition, aber die Uzi selber noch nicht. Kann man die überhaupt bis jetzt finden? Ich weiß es nicht. Na gut, ich bin eh ein Talent darin, Dinge zu finden. Na, Lara, du sollst doch da nicht lang. Lara halt, ne? Ist hier jetzt irgendwas gewesen, was ich übersehen habe? Ich finde, das ist manchmal etwas schwer, alles zu sehen hier, alles zu finden. Weil ich bin halt keine Tomb Raider-Spielerin sonst. Und dadurch kenne ich mich dann halt mit den Sachen nicht so aus und erkenne die dann auf Anhieb. Ich bin froh, wenn ich sehe, wo Gegenstände sind. Ja, nee, von hier kam ich ja, ne? Jo. Hier war ja nirgendwo sonst irgendwie lang. Wo man lang schwimmen konnte, sagen wir es so. Jetzt, an was für unsichtbaren Pixel bist du hängen geblieben? Die von der Tür, oder was? Ich fasse es nicht, Lara. Ich fasse es nicht. Kann ich den Hebel nochmal betätigen? Hm? Kann ich den nochmal betätigen? Nein? Kann ich nicht? Schade. Schade aber auch. Und jetzt? Da unten kann ich nicht weiter. Ich bleib wieder an unsichtbaren Pixel hängen. Und dann werde ich einfach mal... Ja, komm, wartet... Oh Gott, Lara. Lara, Lara, Lara. Ach Mensch, wo soll das nur mit dir hinführen? Ja, dann werde ich einfach mal, denke ich, gucken, wo mich das hinführt, falls ich das nicht schon geguckt habe sogar. Ich weiß es gerade echt nicht. Naja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, tschüss, eure Tai.